Hallo, ich bin der Joscha von Move36. Endlich wieder Montag, endlich wieder Sneak. Letzte Woche kam ja ein guter Film, davor kam auch ein guter Film. Das Gesetz der Serie sagt, jetzt müsste eigentlich ein schlechter Film kommen. Links neben mir kommt gerade Dirk angeschlappt. Mal gucken, was der so macht und zu erzählen hat. Oh, eine ganze Menge. Wir behalten das Video heute ein bisschen kürzer, weil ich nämlich jetzt schon wieder zu lang bin. Oh, ja, du bist auch so groß. Tu mal den Fitzelchen vom Trailer anmoderieren. Ein Fitzelchen von Trailer. Da kommt er. Ich hoffe, das macht euch Lust auf mehr. Jetzt erstmal das Vorprogramm. Also er fitzelt ein bisschen auf der Bühne rum. Dann der Trailer. Ihr wisst ja Bescheid. Ja, so ist das hier. Jetzt steht da noch jemand hinter der Kamera. Viel Spaß. Dann auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. 2 Minuten wird auch müde. Der räumt das wieder auf. Na gut, okay, die zwei, wir haben jetzt mal 2 Minuten lang beschäftigt. Ah, ja, das geht ja richtig ab hier. Ja, ja, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo die noch hin sollen. Wo ist mein Handy? Was ist das hier? So, noch 6 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Stopp! Holla. Wer hat gewonnen? Ja. Wer ist ein Ja? Also er hat 31. Er hat 31. Und er hat 40. 40? Ja. Nicht schlecht. Hey, ihr prallen Brötchen! Wen soll ich mit meiner leckeren Wurst füllen? Ja, genau, Karl. Gibt's auch nur eine in dieser Packung, die bereit wäre, Karl in sich aufzunehmen? Du hörst doch runter mit deiner scheiß Hand. Du ruinierst mir meinen Gag. Ketchup, Senf, oh, und Würstchen und Brötchen. Weil wir füreinander bestimmt sind. Ich weiß, es ist eigentlich verboten, aber nur die Spitzen. Mach dich auf was gefasst, denn du wirst nun die schreckliche Wahrheit erfahren. Das ist wunderschön, Mann, so wunderschön! Sobald die Götter uns durch diese Glastüren tragen... Scheiße, fuck! ...sind wir schon so gut wie tot. Du miese Schlampe! Deine Augen, sie brennen! Wie der Nächste, ich habe Familie! Nein! Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wieso sollten Sie das tun? Ah, weil unser Tod Sie nur stärker macht? Das sind echte Fressmaschinen, ich meine Fahr. Woher wisst ihr das alles? Wir sind die Unverderblichen, du blöder Mann. Ich muss es allen erzählen, sonst ist das hier tot. Ihr könnt mich mal, ihr Stinker. Vielleicht bestrafen die Götter uns, weil wir gefingert haben. Oh, es war ja nicht mal... Gut, es war okay, aber man würde seinen Status doch nicht ändern, denn ich habe sowas von toll gefingert. Zusammen können wir diese Monster besiegen und unser Leben selbst bestimmen. Los, kämpfen wir, Leute! Lasst es regnen. Gary, hast du mir diesen Zahnstocher in den Arsch gerannt, Mann? Sie müssen uns sehen und hören. Ich habe einen Plan. Alles auf eine Karte. Was? Hallo? Ihr lebt alle und guckt mich an mit euren Schüchen, euren Armen und Beinen. Zieh mich an. Ich habe keine mehr. Du hast meine Beine verdammt nochmal gefressen. Und was hat er dir angetan? Scheiße nochmal, das willst du nicht wissen. Ey, der war mega krank, wirklich. Also sowas habe ich im Leben noch nicht erlebt. Für dieses Genre, dieses Comedy, perverses Blätter, 10 Punkte ohne Mist. Ja, das war geil, das war ziemlich geil. Wie ich den gut fand? Ja. Ich fand ihn ziemlich schlecht. Warum fanden wir den Film schlecht? Das war nicht schneller als Humor. Nein, nicht unser Art von Film. Ja, ich habe jetzt 6 Punkte vergeben. Weil eigentlich ist ganz nett und ganz amüsant, aber jetzt von der Story her schon. War aber amüsant, wie gesagt. Nette Gags dabei. Okay. Warum? Ziemlich durch, ja. Interessant. Okay, dankeschön. Also, ich fand den genial von der Idee.
aber heftig in der Ausführung. Ich würde sagen, nicht jugendfrei, oder? Er war ein bisschen komisch und ich glaube, die Macher waren auch bekifft, da waren sie voll cool. Und bei dir? Ja, ich fand ihn ganz lustig. Also ziemlich versauter Humor, aber kann man sich mal angucken. Ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass wir den Film gesehen haben. Es ist doch gedauert, dann musste auf das andere Kino warten. Und jetzt ist mir gerade noch mal eingefallen, was das eben für ein Film war. Ihr habt den Trailer ja eben gesehen, Sausage Party, ein Film von den Autoren von Superbad, wenn ihr den noch kennt, mit McLovin. Und naja, was soll ich sagen, Seth Rogen hat das Drehbuch unter anderem geschrieben. Ja, anscheinend in einem sehr bekifften Zustand. Das kann ich mir das nicht wirklich beschreiben. Wenn man das Leben von Seth Franco und seinem besten Kumpel James Franco so verfolgt, die sind nur bekifft. Also ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Drehbuch... Badesalz? Vielleicht auch Badesalz. Ja, ich habe es selbst ausprobiert. Ich weiß es nicht. Was soll man zu dem Film sagen? Die Story habt ihr gesehen. Die Lebensmittel werden ähnlich wie bei Toy Story im Supermarkt erwachen. Erwachsen. Können reden. Wenn sie nicht erwachsen lässt. Im krassen Gegensatz zu Toy Story ist der Film aber ab 16. Und das wird auch gnadenlos ausgenutzt. Die ersten 5 Minuten ist eigentlich ein gigantischer Pimmelwitz, wo es nur darum geht, ein Würstchen in ein Brötchen zu stecken. Oh Gott. Also a wiener in a bun. Dieser Film muss auf Englisch großartig sein. Ja, mit dem Sauerkraut. Ja, und auch diese ganzen Anspielungen, ich habe schon wieder vergessen, aber zum Beispiel die Nudelpackung, die bei dem einem Drogensüchtigen daheim lag, die hieß, irgendwas mit Kacken. Toll. Pupi oder Pipu. Ah, das ist nicht so lustig. Ich schneide das raus. Ich schneide das nicht raus. Ich bin viel zu faul, das rauszuschneiden. Im Endeffekt, ihr habt im Trailer genau gesehen, was es nämlich die Leute erwartet. Es sind ein paar richtig, richtig tolle Szenen dabei. Zum Beispiel wie die Anspielung auf den Sturm der Normandie vom Soldat James Ryan. Ja. Stargate hatten wir auch mal drin. ja. Und Dixer. Wir haben einen Hackbraten singen gesehen. Echt? Hast du? Ich nicht. Aber war Meatloaf. Ach so, stimmt, ja. Heißt Hackbraten. Und der hat das Meatloaf-Lied gesungen. Es war fantastisch. Allerdings, also es war eine Aneinanderreihung von Gags. Ein paar davon waren richtig der Brüller. Ihr habt es aber gesehen, in welche Richtung dieser Humor geht. Nämlich, dass es ja, Pimmelwitze, rassistisch bis zum geht nicht mehr. Und also das deutsche Sauerkraut ist dabei und tut die Falafel aus dem Regal vertreiben, um sie in Konzentratslager zu stecken. Das ist mir so hängen geblieben. Der deutsche Weißwurstsenf ist aufmarschiert im Gleichschritt. Und das alles in so kleinen Szenen. Allerdings muss ich sagen, der Film ist 1,5 Stunden und irgendwie die Idee war vor 1,5 Stunden ein bisschen nicht zu ausgereift. Unausgereift, ja. Also irgendwann ist es auch durch und es geht ja aber immer noch weiter. Ja. Die haben ja Ideen wie sonst was, aber dann denkst du irgendwann so, jetzt ist irgendwann auch mal Schluss. Also es ist nicht so, dass der Film jetzt Längen gehabt hätte oder sowas, nee, wo so, nicht, oh, jetzt hätte ich keine Lust, aber irgendwie, ja, wir haben es verstanden. Peniswitz, das ist der Jude, das ist der, die anderen, die sie nicht mögen. Die Humus. Ach nee, die mögen sie alle. Nein, die Falafel. Ja, was weiß ich, wie die Falafel war. Ja, auf jeden Fall tut da ein Muslim und ein Jude zusammenziehen und die haben sich anscheinend nicht so gern. Wie gesagt, das ist rassistisch bis zum geht nicht mehr. Über 1,5 Stunden kann es nicht so tragen, dafür sind aber auch ein paar richtige Hammer-Gags drin. Die Nummern, die war gut. Aber die Szene. Es ist eigentlich leicht erklärt, wenn ihr den Trailer gesehen habt, der euch gefallen hat und ihr denkt, ja, das kann ich mir 1,5 Stunden geben. Ich habe ein paar Mal richtig gelacht, aber wie gesagt, der Humor ist nicht für jedermann. Nee, wenn euch der Trailer gefallen hat und ihr sagt, da würde ich gerne den ganzen Film sehen, ist der Film auf jeden Fall was für euch. Ich glaube, der Trailer ist auch nicht so derbe down, wie jetzt der Film war. Der Film wird noch krasser. Also vor allem die Endszene, da denkst du doch nur noch, Oh Gott. Ich muss sagen, ich wurde ein bisschen geil. Oh Gott. Weil ihr könnt euch vorstellen, was am Ende passiert. Unter anderem wird eine Wurst in ein Brötchen gesteckt. Ja, und unter anderem. Ich habe da Dinge gesehen. Wir haben Dinge gesehen. Also, versaut bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist der Trailer. Pervers bis zum geht nicht mehr. Ja, der Trailer FSK 16 ist er ja nicht. Nee. Im Film können sie deshalb viel mehr Gas geben. Deswegen, also viel, viel brutaler. Es werden Gliedmaßen abgetrennt. Ihr habt ja gesehen, was mit dem Gemüse passiert. Ein paar Menschen sterben auch auf fürchterlich qualvolle, aber auch sehr unterhaltsame Art und Weise. Also, es ist wirklich. Die Idee ist gut, aber kann nicht über 1,5 Stunden tragen, aber trotzdem, ich habe 8 Punkte gegeben. Allein für die Idee. Ja. Und die vielen Wortwitze. Klasse.
Ich meine wirklich, wenn man so einen Seth Rogen-Film geht, dann weiß man eigentlich, auf was man sich einlässt. Dass der nicht auf einmal brav wird, das glaube ich nicht. Deswegen habe ich Angst. Der macht nächstes Jahr Console Wars, die Ufa-Filmung. Oh mein Gott, was soll dabei rauskommen? Ich habe Angst. Ich freue mich auf jeden Seth Rogen und James Franco-Film. Außer Spider-Man. Was? Spider-Man? Ja, James Franco, Dr. Green Goblin. Ja, okay. Ja, also der zweite. Sein Vater war der Goblin und der Sohn putzt dann. Ist ja egal. Kommen wir nun zu wichtigen Dingen. Es gibt nämlich eine schlechte Nachricht. Wir haben es ja letzte Woche schon angesprochen. Dirk ist jetzt 3 Wochen im Urlaub. Ja, vielleicht kommt doch gar nicht wieder. Nie wieder. Ich bleibe einfach da. Lern die Sprache und dann ist gut. Gut, wir alle wissen, wie schnell dein Gehirn ist. Das haben wir jetzt hier in den letzten 1,5 Jahren gesehen. Ich glaube, bis du Japanisch wärst, lernst, fließt, rollt viel Schnee den Fujiyama runter. Ja, ich komme wieder zurück, ich kann es mir leider nicht leisten, so länger zu bleiben. Daniel, mein guter Kollege Daniel, wer öfters auch mal in die UV-Sneak geht, der kennt ihn bereits, also der hat auch schon ein bisschen Erfahrung, was Sneak-Moderation angeht. Hm. Vielleicht nicht ganz so viele Leute, aber er kriegt das hin. Ja, also ich meine, was UV sind? 50 Leute? Ja. Sneaks sind 500? Nein, nicht ganz. Und noch so ein Trottel mit einer Kamera, der vor ihm rumspringt. Das wird bestimmt relativ lustig. Ja. Ich freue mich schon. Ja. Bei der Nachbesprechung ist er wahrscheinlich nicht dabei, aber da lasse ich mir was einfallen. Allein mache ich es bestimmt nicht. Und auch hier Online-Gewinnspiel müssen wir mal gucken. Das wird auch ein bisschen runtergefahren, weil Daniel auch nicht so die Zeit hat, da jetzt so viel zu machen, obwohl ich in der letzten Zeit ja auch ein bisschen rückläufig war. Also ich will ja nicht sagen, dass du den Urlaub jetzt drehen bräuchtest, aber es ist vielleicht tut wohl auch mal gut. Weil wie lange bist du jetzt hier untergebrochen dabei? 1,5 Jahre doch schon, oder? Warst du schon mal weg? Wie 1,5 Jahre dabei und ich war weg. Also das letzte Mal weg war ich 2014. Ja, aber ich bin 1,5 Jahre jetzt montags schon da. 2014 war ich mal 9 Tage nicht da. Also einen Montag nicht da. Ja, hast du dir auf jeden Fall verdient. Ja. Obwohl es natürlich schade ist, weil es immer wieder Spaß macht. Und ich hoffe ja eigentlich insgeheim, dass nur Scheißfilme kommen, aber wenn ich schon mal so nächste Woche sehe, wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Da fliegt was? Ja, das ist die Motte. Das ist jetzt. Joscha zieht die Motten an. Das ist das Zeichen. Das machen die Mottenkugeln unter meinen Achseln. Ja, ich habe gelesen, dass Hilf gegen Schwitzen hat nicht geholfen. Du vermoderst schon. Ja, in dem Sinne freut euch nächste Woche auf was Neues, aber keine Angst, in 3 Wochen gibt es wieder Altbewährtes. Ja, toll, da könnt ihr den Text wieder mitreden, ist gut. Genau. Ja, bis dann. Cheerio. Bis dann, ciao. So, und wie ihr das natürlich schon kennt, habe ich wieder eine schöne Schätzfrage für euch. Wir haben diesen dran, das gewinnt. Und zwar war das erste Poster Armageddon. In welchem Jahr kam dieser Film ins Kino? 96. 99. Ich glaube auch 99. Auch 99. Okay, dann bist du schon mal raus. Es war nämlich 98. Okay. Und jetzt geht's eine Runde weiter. Und zwar, einer der Hauptdarsteller war Bruce Willis. Wie alt war er 98? 44. 44, okay. Er ist 55 geboren. Und somit war er 98. Wie alt? 43, das ist genau die korrekte Antwort. Dann herzlichen Glückwunsch. Du hast genau die richtige Antwort gegeben. Mach ruhig mal. Das ist schon. Du schon. Und? Wie ist er? Bin ich gut. Ja, dann zeige ich ihn mir. So, okay. Die 2 Freikarten, Box ist leider leer. Ja. Vielen Dank fürs Mitmachen.